One, two. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Rechnung, 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 Mahnung, Rechnung. Morgen, Georg. Hallo, Anna. Na, vernichtest du schon wieder Beweismittel? Was führt dich zu mir? Auf der Suche nach Polizeiliteratur? Hier, Kriminalistik für Anfänger, ein Klassiker, 1832. Es geht um meine Patentochter. Merle? Meine Patentante will, dass ich mein Praktikum bei diesem alten Schnarchsack mache. Ich meine, geht's noch? Will ich Altenpflegerin werden? Was soll sie den ganzen Tag hier machen? Die steht mir doch nur vor den Füßen rum. Georg. Die rollt mir vor den Füßen rum. Du sagst doch selbst, ich bin ein sozial inkompatibler Eigenbrötler. Jemand wie ich muss keine Mitarbeiter haben. Findest du nicht auch? Na gut. Aber glaub ja nicht, dass ich dir jemals wieder einen Gefallen tue. Jemals wieder. Alcatar, ich hab da was für Sie. Guten Morgen, Herr Grabowski. Sie waren doch schon immer mein bester Mitarbeiter. Ach, da gibt's doch noch ganz andere. Nein, keine falsche Bescheidenheit. Es wird höchste Zeit, dass Sie mal eine Aufgabe übernehmen, die einem Mann von Ihrem Format auch wirklich gerecht wird. Eine Aufgabe mit einer hohen Verantwortung. Wissen Sie, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Schluss mit den kleinen Fischen. Hier geht's um Steuermehreinnahmen im dreistelligen Millionenbereich. Für schlappe 2 Millionen Euro wird uns hier eine Steuersünder-CD angeboten, die angeblich alles belastet, was in Münster Rang und Namen hat. Ja, und was soll ich da jetzt machen? Sie werden die Glaubwürdigkeit des anonymen Informanten überprüfen. Ich? Sie. Finden Sie heraus, ob er die Wahrheit sagt. Frau Heinze? Herr Overbeck, wie gut, dass Sie noch da sind. Hackfleisch. Menschenhack. Also ich bin jetzt kein Spitzenkoch, aber ich tippe mal eher auf halb und halb. Oh, Sie nehmen mich nicht ernst. Aber doch, Frau Heinze. Ich hab's genau gesehen, Herr Overbeck. Da war ein Finger drin. Und wo ist da jetzt der Finger? Aufgegessen. Sie haben den Finger aufgegessen? Doch nicht ich. Das war Piccolo. Sie haben Piccolo den Finger zu fressen gegeben? Nein, wo denken Sie hin? Aber als ich den Finger im Hack gesehen habe, habe ich vor Schreck die Packung fallen lassen. Und Piccolo ist ein bisschen gefräßig, müssen Sie wissen. Der hat da direkt zugeschnappt. Irgendwo da draußen läuft ein Mörder frei herum. Ich kümmere mich drum. Ach, Frau Heinze. Ja? Ihr Piccolöchen, Sie entfernen doch immer brav seine Häufchen. Ja, natürlich, Herr Kommissar. Sie müssen nämlich wissen, ich leite jetzt eine neue Taskforce. Shit happens. Was dort in Münster? Tatsächlich. Ich nehme an, Ihr Hund ist bereits ordnungsgemäß registriert? Ja, natürlich. Wir machen nämlich künftig stichprobenartig Datenbankabgleiche mit der DNA in Kanindejektion. Und was soll das sein? Hundescheiße. Boah, mit der Sache könntest du echt zum Helden werden. Meinst du? Hm. Ja, was schreibe ich dem anonymen Informanten, um seine Identität zu überprüfen? Einfach nach seinem Namen. Sehr witzig, Georg. Anonymer Informant, ich meine, der will sicher anonym bleiben. Er möchte aber auch sicher seine 2 Millionen. Das ist auch wahr. Wir benötigen umgehend von Ihnen eine plausible Identität, die überprüfbar ist. Sonst platzt der Deal. Hi, zwei. Na, was macht ihr Schönes?
Was ist denn mit dir los? Ist dir ein Glückskeks über die Leber gelaufen? Ja, ich weiß, du kannst Menschen nicht leiden, die gute Laune verbreiten. Hast du im Lotto gewonnen? Fast. Ich fliege heute nach London. Und was machst du da? Shoppen auf Kosten der Kanzlei? Ich fliege zu den International Compliance and Tax Transparency Lectures. Zu den was? Sie lernen professionell zu bescheißen. Blödsinn. Es geht um Steuertransparenz und Korruptionsprävention. Von der Erweiterung dieser Kernkompetenz erhofft sich Ihre Kanzlei ein paar systemrelevante Klienten mehr. Mhm. Ist auch ein Nebeneffekt. Aber wenn ich ihn als Mandanten zur ständigen Beratung gewinne, dann macht mich mein Chef zum Partner. Jan Lindemann? Mhm. Geschäftsführer in der Fleischindustrie, IHK Regionalmanager und Aufsichtsrat der Bestfleisch AG. Ja, seine juristische Abteilung ist ziemlich eingestaubt. Sind alle noch von der alten Garde, aus dem Familienunternehmen seines Vaters. Aber man munkelt, dass er früher oder später Externe reinholt. Und jetzt ratet mal, mit wem er gestern Abend essen war. Alex diniert mit dem König der Schweine. Habt es jetzt? Ihr kennt ihn überhaupt nicht. Müsst ihr auch nicht. Geld verdirbt den Charakter. Den Lindemann, den findest du sicher auch auf dieser CD. Welche CD? Die alte Schachtel kann doch einen Finger nicht von einem Stück Knorpel unterscheiden. Dann machen Sie so wie ich. Delegieren Sie alles Unangenehme nach unten durch. An wen denn? Da ist doch niemand. Übergeben Sie das Ganze doch einem Privatdetektiv. Wilsberg? Tja, warum nicht? Dann ist er beschäftigt mit was Vernünftigem. Steht uns nicht in den Füßen rum. Chef, manchmal sind Sie einfach genial. Scheiße. Dann ist der Deal wohl geplatzt. Es gibt auch noch eine Menge andere Interessenten. Was mache ich denn jetzt? Wohl doch keine Karriere. Was macht der denn hier? Tag. Tag. Wilsberg, könnte Sie mal unter vier Augen sprechen? Ich soll dem Hirngespinst einer alten paranoiden Frau hinterherjagen? Einem ominösen Unbekannten mit vier Fingern? Es gibt immerhin 200 Euro Honorar. Und wenn ich mir so Ihren Laden ansehe, können Sie es ganz gut gebrauchen. Wer kauft denn heute noch Bücher? Ist das Ihr Wagen? Ja. Die Schlüssel. Wie bitte? Die Autoschlüssel. Ich brauche ja schließlich einen Wagen, wenn ich den Auftrag annehmen soll. Ich könnte natürlich auch Taxi fahren und das alles auf die Spesenrechnung setzen. Overbeck. Ja? Warum machen Sie das nicht einfach selbst? Ich habe Besseres zu tun. Bingo. Was soll denn der? Er hat mir einen Auftrag erteilt. Overbeck? Ja. Dir? Ja. Anscheinend nimmt sein neuer Klient mit der Sicherheit am Arbeitsplatz nicht so genau. Angeblich ist ein Finger in die Hackfleischverarbeitung geraten. Bei Bestfleisch. Und wer passt auf deinen Laden auf? Während du für Overbeck ermittelst? Naja, du. Hä? Vergiss es. Ich muss sehen, dass ich meinen Informanten wieder an Bord bekomme. Und du? Ich muss zum Flieger. Tschüss, Georg. Anna, ich habe mir das mit dem Praktikum noch mal überlegt. Merle kann morgen früh bei mir anfangen. Mist. Und? Wie weit sind Sie mit der Plausibilitätsprüfung? Ich bin dran. Was soll das heißen? Der Informant antwortet nicht mehr. Was? Die Presse hat inzwischen davon Wind bekommen. Nein. Und was haben Sie denen gesagt? Ich hab die an Sie verwiesen. Wie bitte? Sie tragen die Verantwortung. Sie können jetzt reinkommen, bitteschön. Danke. Guten Tag. Sie sind also Eckhard Thalkötter und verantworten hier den Fall. Ja. Was wissen Sie denn über den Informanten?
Wir haben gerade die Verhandlungen mit ihm aufgenommen. Mhm. Stimmt es, dass sich die Creme de la Creme der Münsteraner High Society auf der CD befindet? Es handelt sich ja um laufende Verhandlungen. Und da bitte ich um Verständnis, dass wir noch keine Auskunft geben können. Ja, aber die Steuerzahler haben ja auch ein Recht darauf, informiert zu werden, meinen Sie nicht? Das ist ja auch ein Zeichen gegen die Steuerungerechtigkeit. Oder haben Sie gar nicht vor, die CD zu kaufen? Alles klar. Die Mächtigen werden immer mächtiger, die Kleinen werden abgehängt und die da oben kommen einfach so davon. Nein, so ist das nicht. Verstehe, Ihnen sind die Hände gebunden, richtig? Der Druck von oben. Ich? Oder haben Sie selber zu viele gute Freunde in der Wirtschaft? Wie bitte? Der korrupte Klüngel in dieser Stadt wird wirklich immer unerträglicher. Aber dass sich dieses Verhalten bis hin zum kleinsten Beamten durchzieht, das hätte ich wirklich nicht erwartet. Moment mal. Und immer Buch führen, wenn du was verkaufst. Sonst kriege ich Ärger mit meinem Freund Ecki. Herr Wilsberg, ich glaube, Sie haben da was falsch verstanden. Ich will mein Praktikum nicht in einem verstaubten Buchladen machen, sondern in der Detektei. Wie in der Detektei? Schmutzige Geheimnisse aufdecken, korrupte Strukturen in der Politik, Wirtschaftskriminalität, solche Dinge. Tut mir leid, sowas mache ich nicht. Ah, sollten Sie aber. Wenn Sie irgendwann mal hier aus diesen prekären Verhältnissen rauskommen wollen. Außerdem hat meine Patentante mir gesagt, Sie haben einen interessanten neuen Fall. Ach das? Ist viel zu gefährlich für dich. Da geht's um Verstümmelung, Leichenteile im Essen. Sowas eben. Leichenteile im Essen? Ja, genau, sowas ist mein Ding. Also gut. Ich gebe dir eine detektivische Aufgabe. Du bist doch ein Digital Native, oder? Das nennen zwar nur alte Säcke so, aber ja. Du könntest für mich im Internet rausfinden, wo man in Münster Schlachterschürzen kaufen kann. Schlachterschürzen? Ja, Schlachterschürzen, diese Gummidinger, von denen das Blut leichter abgeht, wenn man jemanden zerstückelt hat. Der korrupte Klüngel in dieser Stadt wird wirklich immer unerträglicher. Aber dass sich dieses Verhalten bis hin zum kleinsten Beamten durchzieht, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Moment mal. Sie können mir glauben, ich werde für Steuergerechtigkeit sorgen. Ich werde die Millionen, die uns an Schulen und Kindergärten fehlen, bis auf den letzten Cent eintreiben. Wir werden diese CD ankaufen und damit die Welt ein kleines bisschen besser machen. Talkötter. Hallo? Ich habe von dieser CD gehört. Wer sind Sie? Mein Name ist Ehrenberg. Gustav Ehrenberg. Ich leite die Ehrenberg Immo GmbH. Und ich würde gerne eine Aussage machen. Gern. Das mit dem Schwarzgeld, das war ein großer Fehler, oder? Ich mache jetzt gerade einen. Nein, nein. Sie tun genau das Richtige. Wissen Sie was? Ich komme bei Ihnen vorbei, dann besprechen wir alles gemeinsam und gehen zusammen Ihre Unterlagen durch. Einverstanden. Herr Wilsberg? Ja? Hier, die Liste sämtlicher Anbieter von Arbeitskleidung gestaffelt nach Preis. Danke. Herr Wilsberg? Ja? Wir haben noch gar nicht über mein Gehalt gesprochen. Gehalt? Wie? Gehalt? Kohle, Zaster, Asche, Kröten, Moos, Moneten. Sie wissen schon, was ich meine? Das hierzulande übliche gesetzliche Zahlungsmittel? Merle, sieh's mal so. Dieses Praktikum ist eine echte Chance für dich. Wenn das in deinem Lebenslauf auftaucht... Ich soll hier umsonst schuften? Die meisten Praktika sind umsonst. Und das finden Sie jetzt gerecht? Nein. Aber wenn ich irgendwann mal aus diesen prekären Verhältnissen rauskommen will, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Herr Ehrenberg?
Leben war ein einziger Irrtum, gezeichnet Gustav Ehrenberg. Es ist ein klassischer Suizid, Ecke. Kann mal jemand das Licht ausmachen? Der Mann wollte sich der Strafverfolgung entziehen. Hat eine Ankündigung im Fernsehen gesehen und dann... Er hat sich mit mir verabredet. Er wollte auspacken. Er holt sich denn die Steuerfahndung ins Haus, stellt noch Kaffee und Kekse hin, nur um sich dann umzubringen. Tja, mach du dir mal keine Vorwürfe. Bitte. Ja, aber... Und wo ist eigentlich Overbeck, wenn man ihn braucht? Der wittert doch sonst immer und überall einen Mord. Also, was haben wir? 678 Kothaufen, molekularbiologisch untersucht. Und? 532 der Darmentleerungsproben konnten per DNS-Abgleich den entsprechenden Hunden und deren Haltern zugeordnet werden. 532 mal 35 Euro Bußgeld, das ergibt exakt 18.620 Euro. 18.620 Euro, die wir der Staatskasse in nur einer Woche eingebracht haben. Das soll uns erstmal einer nachmachen. Schade, dass es dafür keine Provision gibt. Ja, ich will Ihre Euphorie nur ungern bremsen. Aber die Kosten der molekularbiologischen Untersuchung betragen etwa das Doppelte. Das ist doch jetzt unwichtig. Sie schicken bitte sofort die Bußgeldbescheide raus, ja? Wird gemacht, Chef. Weitermachen. Entschuldigung, aber da wäre noch eine andere Sache. Was denn noch? Es geht um den Code an der Ligusterecke beim Discounter, Ecke Lessingstraße. Und? Um welchen Übeltäter aus unserer Datenbank handelt es sich? Piccolo, eine englische Bulldogge. Halterin ist eine gewisse Frau... Heinze. Ja. Jedenfalls haben wir in den Fäkalien bei der Analyse menschliche DNA feststellen können. Der Hund muss Leichenteile gefressen haben. Bitte? Und? Was ist das denn? Das nennt man Sofortbildkamera. Gibt's sowas noch? Na klar. Unter den Münsteranern und Hipstern ist das der heißeste Scheiß. Lindsberg! Sind Sie da? Machen Sie die Tür auf! Was ist denn los? Ihr Auftrag ist beendet. Geben Sie mir mein Geld und den Autoschlüssel. Ich übernehme das. Die alte Schachtel hat recht gehabt. Da war tatsächlich ein Finger im Hackfleisch. Tut mir sehr leid, aber jetzt übernehmen die Profis. Ich fürchte, das wird nicht gehen. Was soll das heißen? Das ist nicht möglich. Wir haben einen Vertrag. Das ist doch mündlich. Eben. Wie sehen Sie überhaupt aus? Das ist mein Freizeitdress. Was dagegen? Meine Kamera. Mein Auto. Freizeit. Unverschämtheit. Hallo? Sie haben sich vor der Presse ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt. Ich weiß, aber... Der Preis für die Daten ist soeben um 500.000 gestiegen. Was? Dafür gebe ich Ihnen, wie gewünscht, meine Identität preis. Auch wenn ich Sie bitten würde, vertraulich damit umzugehen. Natürlich. Mein Name ist Laura Glüsenkamp. Sie brauchen mich nicht im Netz zu suchen. Ich arbeite für Magpie & Sons. Den großen Anlageberater? Exakt. Ich brauche Beweise dafür, dass Ihre CD hält, was sie verspricht. Wir treffen uns heute Abend, 17 Uhr, in der Lobby des Hotel Tribut. Lassen Sie es wie ein Flirt aussehen. Entschuldigung, kann ich Sie mal was fragen? Was wollen Sie? Lindsberg, Gewerbeaufsichtsamt.
Arbeitsunfall? Hand verstaucht beim Boxen. Ach, wirklich? Ja. Karlin! Wer sind Sie? Gewerbeaufsicht. Kann ich mal Ihren Ausweis sehen? Hat sich schon erledigt. Gute Besserung. Sie denn hier? Im Fall Ehrenberg deutet tatsächlich alles auf Fremdverschulden hin. Er wurde mit bloßen Händen erwürgt und erst dann aufgehängt. Wir haben Fremd-DNA am Hals und am Strick gefunden. Sie glauben doch nicht etwa, dass ich... Wir ermitteln in alle Richtungen. Leider ist die fremde DNA bislang unbekannt. Ihre dagegen ist ja bereits aktenkundig. Dann bin ich entlastet. Nein, sind Sie nicht. Ich brauche Informationen von Ihnen. Mit wem hat Ehrenberg welche Geschäfte gemacht? Was hat die Analyse der Steuerunterlagen ergeben? Und um welche Summe Schwarzgeld handelt es sich überhaupt? Und zwar pronto. Also, die allermeisten Erträge seiner zahlreichen Immobilien scheinen ordnungsgemäß versteuert worden zu sein. Ich bin nur auf eine einzige Unregelmäßigkeit gestoßen. Und zwar? Hier, ich habe Stromrechnung gefunden von einer Immobilie, für die er keinerlei Mieteinnahmen deklariert hat. Vermutlich hat er die Miete in bar eingetrieben. Einmal im Monat hat er nämlich 9.000 Euro auf ein Konto in Luxemburg eingezahlt. Wo genau ist die Immobilie? Schäbige Dinge sollen 9.000 im Monat bringen? Da hinten hängen Schlachterschürzen. Ich tippe auf Schweinebranche. Sie meinen wirklich, Politiker wohnen hier? Hallo? Hallo? Kriminalpolizei, öffnen Sie! Hallo, Anna. War ja klar. Wo sich die Schmeißfliegen tummeln, ist Wilsberg nicht weit. Was zur Hölle machst du hier? Ich suche den Mann ohne Finger. Overbeck hat mich beauftragt. Ach, den habe ich ihn doch längst wieder entzogen. Ach. Wer hatte denn diese Schnapsidee? Das waren Sie selber. Wo ist er nun, Ihr Mann ohne Finger? Tja. Habe ich aus den Augen verloren. Wo sind die anderen? Sind alle ausgeflogen. Wenn ich so wohnen müsste, dann wäre ich auch nicht hier. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. 9.000 Euro Monatsmiete für so ein versifftes Matratzenlager. Das sind insgesamt 30 Betten, macht pro Bett 300 Euro. An der Alarmwiese. Klugscheißer. Wer zur Hölle ist Adam Riese? Morgen. Morgen. Sie? Mein Name ist Heinz Grasulke von der Firma Osning Rüdli Consult, Sicherheit am Arbeitsplatz. Aha. Wir überprüfen Betriebsmittel im Rahmen der Unfallverhütungsvorschrift in Verwaltungs- und Wirtschaftsgebäuden. Haben Sie einen Termin? Brauche ich nicht. Aber keine Sorge, ich habe Ihre Lordosenstütze nicht verstellt. Da bin ich ja beruhigt. Ja.
Sehr bequem gesessen. Gut gepolstert. Wie teuer ist der? 1800, 1900? 1899, um genau zu sein. Aber wissen Sie, wenn ich ständig zum Orthopäden renne, dann geht's auf Kosten der Solidargemeinschaft, nicht wahr? Auch wieder wahr. Ich befürchte nur, Ihre Arbeiter haben es da nicht so bequem. Was meinen Sie? Verschimmelte Wände, kein fließendes Wasser, versiffte Matratzen, vergammelte Lebensmittel in Plastiktüten. Ihre Arbeiter leben da zusammengepfercht wie Tiere. Keine Privatsphäre, das alles für 300 Euro im Monat. Kann sein, dass sie ihre Bioschweine fair behandeln, ihre rumänischen Arbeiter allerdings nicht. Wer sind Sie wirklich? Journalist? Wären Sie ein guter Journalist, dann wüssten Sie, dass wir mit den Wohnbedingungen unserer Arbeiter nichts zu tun haben. Schließlich vermieten wir keine Immobilien. Natürlich nicht. Das ist scheußlich, was Sie mir da zeigen. Gott sei Dank haben wir nichts damit zu tun. Am besten, Sie unterhalten sich mit unserer Rechtsabteilung. Die haben den besten Einblick über die Verträge. Frau Bönisch, haben Sie einen Moment? Der Herr Gasulke. Gasulke ist im Haus und ist auf dem Weg zu Ihnen. Danke. Unsere Juristin empfängt Sie in der Rechtsabteilung. Ja, bitte. Lissi? Das Arschloch aus der dritten Reihe. Pro Seminar 1. Zwischen Recht und Gerechtigkeit. Seit wann heißt du Gasulke? Musstest du deinen Namen ändern, damit die anderen Ex-Geliebten dich nicht finden? Fast. Ich bin Privatdetektiv. Naja, dass du nicht Seniorpartner in der Wirtschaftskanzlei wirst, das war ja klar. Haben sie dir die Zulassung entzogen? Ja. Und? Was führt dich in unseren Betrieb? Die Zustände eurer Arbeiterunterkünfte. Wir haben keine Arbeiterunterkünfte. Das sieht hier furchtbar aus. Menschenunwürdig. Ich denke, manche Menschen verzichten auf vieles, um Geld zu sparen, das sie dann ihren Familien schicken. Und ihr nehmt das einfach so hin? Das fällt nicht in unsere Zuständigkeit. Ach. Die Arbeiter sind nicht bei uns direkt angestellt, sondern bei einem Subunternehmen. Wir zahlen faire 14 Euro pro Stunde und Arbeiter. Ihr macht's euch ja einfach. Dürfte ich mal einen Blick in diese Verträge werfen? Du glaubst nicht ernsthaft, dass du hier einfach reinmarschieren und unsere Akten durchwühlen kannst? Naja, ich dachte... Ach, du dachtest. Wegen der guten alten Zeiten. Ja. Vergiss es. Na endlich, Georg. Du bist zu spät. Wie du weißt, habe ich einen Auftrag. Ich muss den Mann ohne Finger... Du stehst hier, Schmiere. Das ist mein altes Handy. Wenn dir irgendwas verdächtig vorkommt, sag Bescheid. Mach ich. Ist hier noch frei? Ja. Sind Sie auch geschäftlich hier? Was will denn der Typ da? Ach, der, das ist unser Security. Geht's noch offensichtlicher? Hier, Ihre Stichprobe. Danke. Wir vermitteln unseren Kunden seit Jahren Scheinfirmen im Ausland, deren einziger Zweck es ist, Steuern zu vermeiden. Sie verdienen ihr Geld mit Briefkastenfirmen.
Und das in jedem erdenklichen Steuerparadies. Panama, Seychellen, Bahamas. Also vor Ort ersetzen unsere Partner schlecht bezahlte Scheindirektoren ein, denen die Firmen angeblich gehören. Aber der wahre Beneficial Owner sitzt hier in Deutschland und bleibt anonym. Er bekommt lediglich eine Kreditkarte, auf der nur der Firmenname steht. Ja, mit der kann er dann nach Lust und Laune shoppen gehen, ohne dass er Spuren hinterlässt. Und? Glauben Sie mir jetzt. Also du meldest dich. Verdächtiger Wagen. Sieht so aus, als würde er den Eingang beobachten. Laura! Kein Security Horse, ich bin Privatdetektiv. Hier. Dein Handy. Kannst du behalten. Das gibt's doch nicht. Hat mal wieder jemand ein Arbeitsessen zu viel abgesetzt? Nein, hier sind hochbrisante Daten aus Delaware. Aus Delaware? Ist doch eine dieser neuen Steueroasen, oder? Das ist top secret. Gehst du mit dem Ding auch ins Internet? Ja, klar. Kannst du davon ausgehen, dass eh schon genug Leute mitgelesen haben? Ja, zur Zeit von Big Data ist nichts top secret. Hier sind Scheinrechnungen von einer amerikanischen Briefkastenfirma namens Paradise Overseas an einen deutschen Unternehmer. Joachim Maywald aus Münster von der Maywald Human Capital GmbH. Ja, und? So verschiebt man Schwarzgeld ins Ausland. Wobei an den deutschen Steuerbehörden. In die USA? Na klar, da gibt's auch Steueroasen. Moment mal, die bekämpfen die weltweit und haben zu Hause selber welche? Ja, das nennt man Globalisierung. Ja, die betroffenen Bundesstaaten, die freuen sich doch über so eine karibische Steueroase, die trockengelegt wird. Dann kann das Geld schön in die USA fließen. That's business. Ja, willkommen in der Welt der Doppelmoral. Hm? Steueroasen werden medienwirksam an den Pranger gestellt, Gelder aus den betreffenden Ländern abgezogen und dann direkt in die USA umgeleitet. Und der Dollarkurs, der freut sich. Damit kann ich Grabowski überzeugen. Guter Abend, Herr Götter. Ich glaube, wir sollten eine Razzia einleiten bei diesem Maywald. Und die CD kaufen. Eins nach dem anderen, Herr Götter, ja? Eins nach dem anderen. Mann. Hallo, Georg. Hallo, Lissy. Das ist Merle, meine Praktikantin. Hallo. Hallo. Hier, ich hab dir was mitgebracht. Das sind alle Verträge mit unserem Personaldienstleister. Danke. Ist nett von dir. Du musst nicht glauben, dass ich das deinetwegen mache. Ich mach das nur, um dir zu beweisen, dass ich recht hatte. Die Firma ist sauber. Verträge und Zahlungen stimmen überein. Kontoauszüge sind da drin, kannst du gerne checken. Westfleisch hat alles dafür getan, faire Arbeitsbedingungen zu schaffen. Und was der Personaldienstleister macht, darüber haben wir keine Kenntnis. Verstehe, Auslagerung von Verantwortung, Management 4.0. 14 Euro pro Stunde pro Arbeiter. So viel? Merle. Oh, da frage ich jetzt mal nicht, was deine Praktikantin bekommt. Also dann. Ach, Lissy. Wenn ich mal zusammen essen gehen? Ich kenne ein ausgezeichnetes Fischrestaurant. Ich hasse Fisch. Tschüss.
Herr Wilsberg, Herr Wilsberg. Die hat sie ja ganz schön angetan, hä? Quatsch. Na klar, sie stehen auf die. Irre witzig. Maywald Humankapital. Maywald ist doch der mit der Briefkastenfirma, oder? Talkötter, Finanzamt Münster, bitte nichts mehr anfassen. Akten und Rechner werden alle beschlagnahmt. Joachim, kommst du bitte mal? Guten Tag, Diane. Aha. Na ja, dann tun Sie mal, was auch immer Sie hier tun müssen. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Das werden wir ja sehen. Hat sich jemand über mich beschwert? Sie arbeiten für Bestfleisch? Unter anderem, ja. Wieso? Sie beschäftigen rumänische Arbeiter zu Niedrigstlöhnen, die zu horrenden Mieten in üblen Absteigen wohnen. Meinen Sie wirklich, Sie sollten den Begriff human in Ihrem Firmennamen tragen? Wissen Sie überhaupt, was das bedeutet? Human? Sagen Sie es mir. Ja, das kommt aus dem Griechischen und... Das kommt aus dem Lateinischen und bedeutet menschlich. Jörg. Humanus humana humanum. Ja. Aber wir zahlen immer noch mehr als den Mindestlohn, nämlich 10 Euro pro Stunde. Hm. Aber wenn die Arbeiter wirklich nur die 20 Stunden arbeiten würden, die sie in ihren Lohnabrechnungen angeben, dann wäre das vielleicht richtig. Aber laut der Arbeitspläne schuften die bis zu 72 Stunden die Woche. Bleiben ungefähr 2,70 Euro die Stunde. Und von diesem Hungerlohn müssen sie auch noch die Wuchermiete abdrücken an ihren Freund Ehrenberg. Für einen Schlafplatz in einem schimmligen Waldhaus. Ich kenne keinen Ehrenberg. Was macht der Typ eigentlich hier? Der hat doch hier gar nichts zu suchen. Oder sind Sie vielleicht Finanzbeamte? Ich gehe schon. Sie beuten die Arbeiter aus und bereichern sich selbst. Warum sind dann immer rote Zahlen auf meinem Konto? Weil die Gewinne in die Paradise Overseas fließen. In den schönen Bundesstaat Delaware. Wo sie noch nicht einmal mehr versteuert werden müssen. Eine Briefkastenfirma. Hab ich Ihnen doch gesagt, mein Mindestlohn bezahlt. Sie brauchen nicht mehr zu lügen. Der Staatsanwalt ermittelt bereits gegen Ihren Chef. Ich lüge nicht, ja? Sie wurden eingeschüchtert, damit Sie schön die Klappe halten. Was reden Sie da? Sie wollten sich gegen die Arbeitsbedingungen wehren, gegen die Wohnsituation. Sie wollten vielleicht sogar zur Polizei. Aber wenn man sich gegen Maywald wehrt, dann landet der eigene Finger schnell im Hackfleisch. Lassen Sie mich einfach in Ruhe, ja? Maywalds Leute haben Ihnen den Finger abgeschnitten, um Ihnen Denkzettel zu verpassen. So war's doch. So Blödsinn, Mann. Hey, was soll das, ha? Huh? Ich will Ihre Hand sehen. Ja, und dann? Lass ich Sie in Ruhe. Zufrieden? Und, hast du verkauft? Nee. Kein einziges Buch? Leider nein. Schade. Aber ich habe dafür mal ein bisschen im Internet über die Schweinebranche recherchiert. Glaubst du, man kann diesen Fall im Internet lösen? Ich darf ja nichts anderes. Naja, auf jeden Fall bin ich über 8 Ecken hier auf dieses rumänische Videoportal gestoßen. Das ist heimlich mit dem Handy aufgenommen. Ja, sind das nicht die Produktionshallen von Bestfleisch? Ja. Ich habe das Ganze mal die neuesten durch ein Online-Sprachprogramm gejagt. Also wenn ich das richtig verstehe, dann kämpfen die hier für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen. Ja, und das scheint den zwei Typen hier offensichtlich gar nicht zu gefallen. Kannst du das mal größer machen? Klar. Gute Arbeit, Merle. Kann man feststellen, wer das online gestellt hat? Hier. Die Frau ist Gabriela Tabaka. Gabriela Tabaka. Becky, kannst du mal in den Unterlagen von Maywald nachschauen, ob eine Gabriela Tabaka für ihn gearbeitet hat? Moment.
Ja, Gabriela Tabaka. Hat aber anscheinend letzte Woche gekündigt und war auch nur ein paar Wochen dort. Du, ich muss Schluss machen. Herr Grabowski. Und? Bekommen wir grünes Licht? Es tut mir leid, dass ich Sie enttäuschen muss, Talkette, aber wir werden die CD leider nicht ankaufen. Aber wieso? Die Stichprobe war doch erst rein. Maywald sitzt in Untersuchungshaft. Ja, aber die Oberfinanzdirektion hat sich eingeschaltet. Das ist jetzt ein schlechter Witz, oder? Das Land will das Geld nicht ausgeben. Aber wieso? Seien doch nicht immer so naiv, Talkötter. Wenn wir die großen Unternehmen hart rannehmen, verlassen die mittelfristig unsere Region. Das kostet uns Arbeitsplätze und damit auch Steuergelder. Aber wir können doch nicht tatenlos zusehen, wie uns die Reichen und Mächtigen bescheißen und der Mittelstand zahlt die Zeche. Bedauere, aber mir sind die Hände gebunden. Sagen Sie, gehen Sie dieses Jahr auch zum Frühlingsfest beim Oberfinanzdirektor? Da wird ja inzwischen Hinz und Kunz eingeladen. Herr Grabowski! Es kann doch nicht angehen, dass die Verbrechen anderer Leute meinen Betrieb beschädigen. Ich hätte mich nie auf diesen Maywald einlassen sollen. Vielleicht sollten Sie in die Offensive gehen und die Arbeiter künftig wieder selbst anstellen. So wie Ihr Vater das früher gemacht hat. Wahrscheinlich haben Sie recht, Frau Bönisch. Wir müssen proaktiv vorgehen und alles tun, um uns radikal von diesen Machenschaften zu distanzieren. Bereiten Sie sämtliche Verträge vor und tragen Sie mir zusammen, was das für arbeitsrechtliche Implikationen hätte. Das wird aber nicht billig. Lohnnebenkosten, Kündigungsschutz. Das ist mir völlig egal. Sie und ich, wir werden der Öffentlichkeit zeigen, dass wir verantwortlich handeln. Sie und ich? Ja, ja, natürlich. Sie sind unsere dienstälteste Mitarbeiterin. Sie stehen wie niemand sonst für die langjährige Tradition unseres Unternehmens. Danke. Verstanden, wir sind unterwegs. Georg, wir haben eine Leiche am Aasee. Und was habe ich damit zu tun? Sie hat nur vier Finger an der rechten Hand. Ich dachte, vielleicht kennst du die Frau. Vielleicht weißt du sogar, wie sie heißt. Die Frau heißt Gabriela Tabaka, stammt wahrscheinlich aus Rumänien und hat bei Bestfleisch gearbeitet. Maywald hat sie vermittelt. Wo wissen hin? Georg, wenn du etwas weißt, dann sag es mir. Georg. Aus. Ja, ein regionaler Fleischproduzent hat unser Fest mit einer Sachspende gesponsert. Ja, das Buffet ist zwar noch nicht eröffnet, aber gute Wahl. Reinstes Kalbfleisch. Von jungen Kälbern. Unser Bestfleisch steht für Qualität. Ach, Herr Lindemann. Ja. Unser Sponsor? Ja, ist mir eine große Freude. Ich glaube, ich hole mir was ohne Fleisch. Ja. Der Mensch ist ein Allesfresser. Dafür sind wir gebaut. Tja, ich weiß nicht.
Ich bin seit 13 Jahren Vegetarier. Mir fehlt nichts. Natürlich. Jeder, wie er mag. Gibt's denn hier nichts ohne Fleisch? Ich fürchte, nein. So ist die Welt. Und Sie sind? Thalkötter. Eckhard Thalkötter, Finanzamt Münster, Innenstadt. Abteilung Steuerstrafsachen, Steuerfahndung. Freut mich. Fantastische Leute. Die Sache mit der CD. Sie verstehen? Ah, gute Arbeit. Weiter so. Ja. Was sprach eigentlich gegen den Ankauf? Sie verstehen, dass wir hier über Interna nicht sprechen dürfen. Ich war der Sachbearbeiter. Und wenn Sie mich fragen... Dann sollten Sie eigentlich wissen, dass die CD nur heiße Luft war. Wieso? Ja, weil die Stichprobe nicht stichhaltig genug war. Sagt wer? Ja, dieser... Grabowski. Grabowski, ja. Danke. Ich will dir noch jemanden vorstellen. Sie entschuldigen. Sie haben mich kackdreist angelogen. Thalkötter, ich muss auch sehr bitten. Nicht die Oberfinanzdirektion hat den Ankauf verweigert, sondern Sie. Thalkötter! Am Anfang waren Sie noch motiviert, aber dann haben Ihnen wohl Ihre Freunde aus der Wirtschaft Druck gemacht, oder? Freunde wie der da. Thalkötter, Sie vergreifen sich im Ton. Sie waren doch schon immer so. Nach unten treten und nach oben buckeln. Also, ich sag Ihnen mal was. Opportunisten wie Sie, Herr Grabowski, sind schuld, dass unsere Welt zugrunde geht. Ich werde das nicht zulassen. Prost. Halt! Warten Sie! Darf ich mal? Das hier sind die Daten. Und entgegen der Aussage meines Chefs halte ich sie für sehr stichhaltig. Schauen Sie es sich in Ruhe an. Danke, Herr... Thalkötter. Eckhard Thalkötter. Ich melde mich. Ja, Herr Oberfinanzdirektor, Sie werden Ihre Entscheidung nicht bereuen. Sie hatten recht. Sie werden nicht eingeschüchtert. Mann, lassen Sie mich einfach in Ruhe, okay? Maybach hat Sie beauftragt, die Arbeiter einzuschüchtern, damit Sie endlich aufhören, sich zu beschweren. Sie haben Gabrielas Finger abgesägt, damit sie endlich Ruhe gibt. Dann hat Maywald das Protestvideo im Internet gefunden und sie umbringen lassen. Mann, was wollen Sie denn, ha? Ihr Leben war so viel besser als das der anderen. War das sowas wie ein Geständnis? Ach, Sie haben doch keine Ahnung. Ich brauche die Adresse von diesem Vorarbeiter. Die steht sicher in Maywalds Personalunterlagen. Der Kerl lügt, wenn er den Mund aufmacht. Der Deal ist im Sack. Herzlichen Glückwunsch. Du könntest dich ruhig mal ein bisschen für mich freuen. Mach ich, wenn ich die Zeit dazu habe. Das war gelocht. Was soll das denn sein? Ich muss einen gewissen Karlin Avaluta observieren und Beweise dafür finden, ob er ein Auftragsmörder ist. Mit Methoden aus dem 19. Jahrhundert. Hast du eine bessere Idee? Klar. Was soll das sein? Das sieht man doch. GSM-Fernabhörsender fürs Telefon mit paraleler Gesprächsweiterleitung an eine mobile Nummer. Hier eine funkgesteuerte Mini-Spycam in Full HD. Und ein Audio-Spy-Recorder, getarnt als USB-Stick. Ja, ist alles ein bisschen kleiner und unauffälliger als ihr 80er-Jahre-Shit. Wo ist das Zeug denn her? Woher wohl? Aus dem Netz? Ich will schließlich Detektivin werden. Ist ganz schön klein. Willkommen im 21. Jahrhundert. Apropos 21. Jahrhundert, ich habe jetzt auch ein Handy. Ich habe dir die Nummer aufgeschrieben, falls irgendwas ist. Vielen Dank für das Zeug. Hallo, Herr Wilsberg, das ist meins. Ich pass drauf auf.
nach Oberberg? Was wird das denn, wenn es fertig ist? Na, die Rumänin ohne Finger war doch seit Wochen bei Bestfleisch angestellt. Die Frau heißt Gabriela Tabaka, war nicht bei Bestfleisch angestellt, sondern bei Maywald. Sag ich doch, über Maywalds Personalagentur bei Bestfleisch. Und Ehrenberg hat an die Arbeiter vermietet, wahrscheinlich im Auftrag von Maywald. Anna? Ja? Ich brauche Polizeischutz. Die Übergabe der Steuersünder-CD findet in der Tiefgarage statt. Und ich habe keine Lust, mit so viel Geld allein durch hier gehen zu laufen. Ecki, wir haben zwei Morde aufzuklären. Ja, genau. Ihr braucht doch keinen dritten, oder? Anna, ich habe hier 2,5 Millionen in der Tasche. Kann das nicht Georg machen? Der hat beim letzten Treffen schon versagt. Die Informantin wäre fast draufgegangen. Und warum? Weil ihr Amateure seid. Die Steuermehreinnahmen wegen der CD tun der Polizei bestimmt auch gut. Also gut, Overbeck, übernehmen Sie das. Er? Ich? Kriminalrat Scharf hat Ihre Hundekacke-Mission wegrationalisiert. Sie haben jetzt wieder Zeit. Die Knüppel, die man mir hier zwischen die Beine wirft, die stammen genau von dem Holzweg, auf dem ihr euch hier alle befindet. Ja, ja. Sonnenbrille abnehmen. Wir sind in einer Tiefgarage. Es ist dunkel. It's never too dark to be cool. Sie haben Angst, Talkötter. Das sehe ich. Das rieche ich. Jetzt machen Sie sich mal nicht in die Hose. Bin ja schließlich hier, um Sie zu beschützen. Mann, nimm die Tasche mit. Ja. Hallo, Ecki. Hallo, Laura. Und? Hier. 2,5 Millionen Euro in bar. Ich hoffe, die sind es wert. Das sind sie, Ecki. Versprochen. Danke. Ich habe zu danken. Ich muss jetzt erstmal für eine Weile abtauchen. Ist das jetzt ein Heiratsantrag oder ist es eine Geldübergabe? Naja, wer weiß. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal wieder. Tja, vielleicht. Hatten Sie von Anfang an recht. Man darf nicht immer einfach nur zuschauen. Man muss auch mal was tun gegen diese ewige Steuerungerechtigkeit. Wir müssen ein Exempel statuieren. Mit dieser CD werden wir Helden. Wir beide. Sie und ich. Und klicken Sie schon an. Sie sind ein Idiot.
Aber... Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen die Finger davon lassen. Aber Sie wollten ja nicht auf mich hören. Hä? Ich? Sie haben 2,5 Millionen Euro in den Sand gesetzt. Gelder der Solidargemeinschaft der deutschen Steuerzahler. Ich habe dabei immerhin mein Leben riskiert. Was mich viel mehr interessiert, warum war die Stichprobe so vielversprechend? Wenn nur nichts auf der CD ist, hm? Ja, das ist eine gute Frage. Wer sagt mir denn, dass die Stichprobe nicht aus einem Fall stammt, an dem Sie schon lange gearbeitet haben? Was wollen Sie damit sagen? Vielleicht stammt die Stichprobe ja von Ihnen? Wieso sollte ich der Informantin die Stichprobe geben? Weil es keine Informantin gibt. Weil Sie die falsche Informantin sind. Ich? Das ist doch Unsinn. Korrupte Beamte wie Sie, Talke, da sind Schuld daran, dass die Welt am Abgrund steht. Und dass die Staatskassen immer leerer werden. Und dass wir kein Geld mehr für Kindergärten und Schulen haben. Und für die Pflege alter, hilfsbedürftiger Menschen. Aber... Ich fürchte, ich werde in dieser Sache interne Ermittlungen einleiten müssen. Was? Es sei denn? Sie beschaffen uns das Geld wieder, bevor die Presse etwas davon erfährt. Hallo, Lissi. Na, was machst du? Beschattest du Ehemänner beim Seitensprung? Sehr witzig. Und du? Ich wohne hier um die Ecke. Komm gerade vom Einkaufen. Ah. Du könntest mir was kochen? Als kleine Entschädigung für damals. Ich observiere hier gerade einen Hauseingang. Schade. Ach, Lissi. Hier passiert sowieso nichts. Die Sache mit Maywald. Billigarbeiter, Briefkastenfirmen. Paradise Overseas. Was für ein zynischer Name. Schlägt sich sicher auch auf euren Betrieb nieder. Ja. Wenn man nicht aufpasst, dann kann das Erbe eines langjährigen Familienbetriebs ganz schnell den Bach runtergehen. Bin froh, dass ich keine Kinder habe, die mein gut geführtes Antiquariat an die Wand fahren, wenn ich mal das Zeitliche segne. Wolltest du keine Familie? Frauen haben es nie sonderlich lange mit mir ausgehalten. Naja, oder umgekehrt, ne? Tut mir leid wegen damals. Ich hatte wohl sowas wie Bindungsangst. Ich wollte dich doch nicht gleich heiraten. Ach. Wollte ein bisschen Spaß. Ungezwungenen Sex. Nichts weiter. Ach so? Mhm. Aber du hattest so die Hosen voll. Du bist gleich nach der ersten Nacht abgehauen. Aber das war nicht das Schlimmste. Was denn? Du hast mich auf der Hotelrechnung sitzen lassen. Ich war wohl damals schon ein bisschen klamm. Ecki, du störst. Anna hat gerade angerufen. Sie haben sie. Wen? Na, Laura Glüsenkamp. Meine Informantin mit der CD. Ist was? Die Alte kann was erleben. Du weißt, dass Selbstjustiz in diesem Land verboten ist. Hallo, Ecki. Tag, Georg. Anna, wo ist sie? Im Vernehmungsraum. Sehr gut. Und die 2,5 Millionen, habt ihr die auch? Das ist kompliziert. Das ist sie nicht. Ach, wirklich? Das ist die echte Laura Glüsenkamp. Offensichtlich wurde ihre Identität gestohlen, um dich reinzulegen. Die Fahndung läuft jetzt gegen Unbekannt. Habt ihr ihr Handy geortet? Wir haben es in einem öffentlichen Mülleimer gefunden.
Wahrscheinlich ist sie längst auf dem Weg in ein neues Leben. Mit dem Geld, das Sie veruntreut haben, Talkötter. Ich habe kein Geld veruntreut. Anna, was ist denn mit der IP-Adresse, von der aus sie die E-Mails verschickt hat? Ja, sie hat eine IP-Adresse vorgetäuscht von einem Proxy-Server in Trinidad, ja, Springer? Das macht man so, wenn man im Netz anonym surfen will. Ach. Doch, das ist wirklich interessant, vielen Dank. Das war die KTU, man hat das Blut aus der Tiefgarage analysiert. Und? Die DNA des Mannes, den Sie in der Tiefgarage angeschossen haben, stimmt überein mit der Fremd-DNA an Ehrenbergs Hals. Ich habe Ehrenbergs Mörder angeschossen? Das sieht ganz so aus. Langweilig. Mir auch. Bist du etwa immer noch im Antiquariat? Ja. Mach Feierabend. Mach irgendwas, was dir Spaß macht. Detektivarbeit macht mir Spaß. Mach irgendwas außer Detektivarbeit. Sind Sie noch im Observieren? Ja. Ja, dann lassen Sie mich doch helfen. Wo sind Sie denn? Das werde ich dir jedenfalls nicht verraten. Ja, Sie sind so ein Spießer. Merle, ich würde dich ja mitnehmen. Aber wenn dir irgendwas passiert, das will mir deine Patentante nie verzeihen. Ihr steckt echt alle unter einer Decke, ne? Merle, ich muss Schluss machen. Wir sehen uns morgen früh. Krieg dich auch so, Winsberg. Zu allen Papierfabrik kommen. Es geht hier um Billigarbeiter der anderen Art. Und kannst du was in den Autobus? Immediat gleich bitte! Zwangsprostitution. Hey! Merle, bist du irre? Was machst du denn hier? Hey! Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen mich in Ruhe lassen. Lassen Sie das Mädchen aus dem Spiel. Warum? Sie müssen überall rumschnüffeln, ha? Wenn Sie der Polizei sagen, was Sie wissen, dann können Sie mit der Staatsanwaltschaft einen Deal vereinbaren. Sie sind viel mehr an den Hintermännern interessiert. Sie waren doch auch mal einer von denen. Ich hab gedacht, in eurem verdammten Land das Paradies! Träume und Hoffnung, oder? Das weißt du schon, hä?
In Rumänien. Man hat uns alles versprochen. Gute Lohn. Schöne Wohnung. Warmes Essen. Aber alles Lüge. Habe ich bezahlt für die Vermittlung. Viele Gebühren. Habe ich umsonst gearbeitet. Habe ich mit 7 Leuten in ein Zimmer gewohnt. Verstehst du? Sie haben alles gemacht, um da rauszukommen, oder? Irgendwann, ich hab geschafft und die mich zum Vorarbeiter gemacht. Mit unschönen Zusatzaufgaben. Jetzt, ich hab eine Zimmerwohnung, ja? Waffen fallen lassen! Halt! Stehen bleiben! Merle? Sag mal, bist du verrückt geworden, sie mit dir herzunehmen? Ich hab sie überhaupt nicht. Fahr sie sofort nach Hause. Sofort! Anna, ich hab sie wirklich nicht. Ich will nichts hören, Georg. Bring sie nach Hause. Chef. Ich war zwar schneller, aber der Rumäne, kennt ihr das Gelände? Plötzlich war er weg. Die Kollegen suchen ihn noch. Lassen Sie mir Maywald in mein Büro bringen, Overbeck. Chef, das wird nicht gehen. Maywald wurde vorhin freigelassen. Bis zum Prozessbeginn ist er auf freiem Fuß. Aha. Fasst es nicht. Fasst es nicht. Hallo? Frau Maywald? Was wollen Sie? Ist Ihr Mann hier? Wissen Sie, wo er ist? Honey Bunny hat er sie genannt. Hier auf dem Fußboden hat er sie gevögelt, die Schlampe. Mit mir hat er das nie gemacht. Ihr Mann hatte eine Affäre? Ich habe einen ganzen Freundeskreis gesammelt, um die Kaution zu bezahlen. Was ist der Dank? Er vögelt dieses Flittchen und bildet sich ein. Das ist die wahre Liebe. Sie wissen nicht zufällig, wo diese Dame wohnt? Es interessiert mich einen Scheiß. Ich hätte alles für meinen Mann getan. Auch wenn dieser Arbeiterskandal ihn ruiniert hätte. Auch wenn ihn die ganze Sache ins Gefängnis gebracht hätte. Ich wäre bei ihm geblieben. Ich hätte zu ihm gestanden. Das ist Liebe, verstehen Sie? Ja. Da bist du ja endlich. Hallo, Ecki. Sag mal, kannst du dich erinnern, ob in den Unterlagen zu Maywalds Briefkastenfirma irgendwas in Richtung Rotlicht gedeutet hat? Das ganze Geld ist futsch für immer. Das ist das Ende meiner Karriere. Ich weiß. Und du kümmerst dich nur um deinen Fall? Merkst du denn nicht, dass alles mit allem zusammenhängt? Also. Müsste ich nachschauen. Dann tu's doch. Du hast es immer noch nicht kapiert. Ich bin suspendiert. Und? Du hast doch immer noch den Schlüsselcode. Ja, Welsberg. Ich bin's, Ecki. Ecki, was gibt's? In Maywalds Unterlagen deutet zunächst mal nichts aufs Rotlichtmilieu hin. Aber? Ehrenberg hat eine Bordellimmobilie in seinem Besitz. Thank you.
Hallo, ich suche eine Freundin von Gabriela. Hat mich jemand empfohlen? Sie können das ruhig anbehalten. Polizei? Nein. Mein Name ist Georg Wilsberg, ich bin Privatdetektiv. Sie kennen Gabriela Tabaka. Wo ist sie? Ich kann sie seit Tagen nicht erreichen. Sie ist tot. Sie waren befreundet. Wir kommen aus demselben Dorf. Wir haben uns gemeinsam entschlossen, Rumänien zu verlassen. Ich habe ihr gesagt, dass sie über Leichen gehen. Sie wollte hier raus. Sie hat alles versucht. Sie hat gebettelt und geweint. Kalim mochte sie irgendwie. Hat ihr eine andere Arbeit verschafft. Mit dem Schlachthof. Ich habe mich für sie gefreut. Ich habe gedacht, sie hat es geschafft. Sie hat dort weitergekämpft. Für bessere Arbeitsbedingungen. Sie hatte einen Arbeitsunfall. Ihr Finger. Sie wollte die Zustände dort heimlich filmen und öffentlich machen. Haben Sie Kontakt zu Ihrer Familie? Ich sage es Ihnen. Ecki, lass dich nicht so hängen. Du solltest deine Suspendierung als Chance begreifen. Scheitern als Chance. Ja. Betrachte es als unbezahlten Urlaub. Mach irgendwas, was du sonst nie tust. Treib ein bisschen Sport. Geh ins Kino. Mach einen Städtetrip. Städtetrip? Wohin denn? Naja. Bielefeld. Tierpark Olderdissen, Sparrenburg. Der Eiserne Anton. Bielefeld gibt's doch gar nicht. Hallo, Anna. Oh, hallo, Georg. Neuigkeiten? Das geht dich zwar nichts an, aber das ist das Ergebnis der forensischen Molekularbiologie. Die konnten den genetischen Fingerabdruck von Kalin Abaluta auf dessen Kamera feststellen. Wow, so schnell? Die sind froh und dankbar, dass sie nicht mehr Hundekacke analysieren müssen. Und? Volltreffer. Kalin Abalutas ist Ehrenbergs Mörder. Seine DNA stimmt mit der am Strick überein. Und das Blut aus der Tiefgarage ist auch von ihm. Er sollte für Maywald nicht nur Ehrenberg aus dem Weg räumen. Er sollte auch die Übergabe der Steuer-CD verhindern. Ja, nur bei Gabriela Tabaka konnten wir keine Spuren sichern. Ist doch kein Wunder bei einer Wasserleiche. Was ist denn mit Maywald? Habt ihr ihn schon vernommen? Das ist leider die schlechte Nachricht. Maywald ist ganz offensichtlich auf der Flucht, gemeinsam mit seiner Geliebten. Die Augen ein bisschen tiefer und größer. Und die Wangenknochen höher. Ja. Ja. Das gibt's ja gar nicht. Hä? Das ist die falsche Laura. Du kennst die Frau? Ja. Die vermeintliche Whistleblowerin? Die hat sich an Maywald dran gemacht, um an eine plausible Stichprobe zu kommen. Sie hat meinen Mann reingerissen. Ja. Na, das geschieht ihm recht. Dass Männer aber auch immer auf diese Rehaugen reinfallen müssen. Ich freue mich schon sehr auf unser neues Leben. Es wird aber sicher nicht leicht am Anfang. Ohne Geld. Ohne alles. Wir haben doch uns. Wann fährt nochmal der Zug? 10.52 Uhr. Aber ich muss vorher noch schnell was erledigen. Wie, du musst jetzt nochmal los? Dauert nicht lang. Nur ganz kurz. Okay. Thank you.
Chef? Was gibt's, Oberbeck? Die Jungs von der Fahndung haben anhand des Phantombilds die wahre Identität der falschen Informantin ermitteln können. Die Frau heißt Jenny Schmidt, hatte bis vor kurzem ein hippes Start-up-Unternehmen in der Innenstadt. Eine fette Umsatzsteuernachzahlung hat ihr letztes Jahr das Genick gebrochen. Sie hat offensichtlich immer größere Umsätze erzielt, aber das dem Fiskus gegenüber nicht erwähnt. Und als dann die Nachforderung kam, da hatte sie schon das ganze schöne Geld verprasst. Exakt. Dann hat man der armen Frau ihr schönes neues Büro unter dem Arsch weggepfändet. Dann war die Aktion eine Rache am Finanzamt. So sieht's aus. Gut. Verständigen Sie die Kollegen. Was läuft denn jetzt? Herr Maywald, Sie sind festgenommen. Die Art und Weise, wie unser Subunternehmer Joachim Maywald rumänische Arbeiter zu Niedrigstlöhnen angestellt und ausgebeutet hat, ist für unser Unternehmen untragbar. Selbstverständlich haben wir sämtliche Verträge mit ihm fristlos gekündigt und alle Geschäftsbeziehungen abgebrochen. Gemeinsam mit unserer Rechtsanwältin Frau Bönisch haben wir nach integren Lösungsansätzen gesucht und sie gefunden. Ja, wie gesagt, Bestfleisch wird sich von der Personaldienstleistungsagentur trennen und künftig die Arbeiter wieder direkt anstellen. Und zwar mit Arbeitnehmerprivilegien, die weit über das vom Gesetzgeber geforderte Maß hinausgehen und einem fairen Gehalt, deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn. So, und hier das geschmorte Schweinefilet vom Duke of Berkshire. An tonierten Kartoffeln und gedünstetem Brokkoli. Vielen Dank. Wohl bekomm's. Na dann, guten Appetit. Frau Bönisch, Sie arbeiten jetzt bereits seit 30 Jahren für uns, nicht wahr? Ja, so ungefähr. Menschen wie Sie, die haben ihre Rente redlich verdient. Naja, ein bisschen Zeit ist ja noch. Ja, genau darüber wollte ich mit Ihnen reden. Sie wissen doch selbst, wie das ist. Ständig ändern sich überall die Regelungen, Gesetze, Compliance, Tax Transparency, da steckt doch keiner mehr durch. Deshalb möchte ich die Rechtsabteilung auslagern. Eine junge, frische Kanzlei wird dem Unternehmen guttun. Ist das Ihr Ernst? Selbstverständlich erhalten Sie eine großzügige Abfindung. Entschuldigung. Ja? Gut, ja. Ich komme. Entschuldigen Sie, Frau Bönisch, ein Notfall in der Produktion. Sie regeln das hier. Das dürfte dich interessieren. Ja. Jan Lindemann ist der eigentliche Beneficial Owner von Paradise Overseas. Ach. Maywald ist nur ein Scheindirektor, ein Strohmann. Und nicht nur das. Also steckt Lindemann hinter der Zwangsprostitution. Wenn ich's doch sage, anhand von Fotos sucht er sich aus, welche Frauen in den Puff gehen und welche in die Schlachterei. Ist ja widerwärtig. Ja. Warum sagt Maywald nicht gegen ihn aus? Weil er spätestens seit Ehrenbergs Tod weiß, dass Lindemann über Leichen geht. Als Ehrenberg wegen der Steuer-CD aussagen wollte, da drohte alles aufzufliegen. Und gleichzeitig musste Lindemann mit allen Mitteln verhindern, dass Ecki an die Steuersünder-CD kommt. Na, er konnte ja nicht ahnen, dass alles nur ein Bluff war. Ich lass mal sein Handy orten. Springer.
Tag, Katha. Ich bin's, Laura. Beziehungsweise Jenny. Du? Wo steckst du? Und wo ist das Geld? Es tut mir leid, Ecki. Ich will dir alles erklären. Da bin ich ja mal gespannt. Ich werde dir das Geld zurückgeben. Was? Vorausgesetzt, du verzichtest auf die Polizei. Natürlich. Und auch auf deine Sicherheitsleute. Okay. Gut. Dann komm in den alten Hafen. Halle 11. Jetzt. Tschüss, Ecki. Bis gleich. Sorgen, dass alle Daten, die mit mir oder der Paradise Overseas zu tun haben, von ihrer Daten-CD verschwinden. Ist das klar? Die CD ist leer. Das war ein Fake. Ja, klar. Das hat Ihre bescheuerte Informantin auch schon behauptet. Aber das stimmt doch. Um mich einer lächerlichen Steuerhinterziehung zu überführen. Wollen Sie tatsächlich Ihr Leben riskieren? Es geht nicht nur um Steuerhinterziehung. Es geht um Menschenhandel, es geht um Zwangsprostitution und es geht um Mord. Die Waffe auf dem Boden. Ganz langsam. Hände hoch. Wir haben doch gar keine Beweise. Ihre Anwältin Frau Böhnisch hat uns Daten aus ihrem Rechner zukommen lassen. Ich finde darauf zahlreiche schmutzige Fotos, aber auch den gesamten Kommunikationsverlauf mit Kalin Abaluta, ihrem Mann, fürs Grobe. Das ist doch alles. Hey! Hände hoch! Waffe runter! Kalin, erschieß sie! Los, knall sie ab! Bei Gabriela warst du auch nicht so zögerlich. Gabriela war Freundin. Nee, das war eine kleine, dreckige Nutte, so wie die anderen auch. Und jetzt mach! Sie haben mein Leben zerstört. Und von so vielen anderen auch. Tschüss, Anna. Tja, Wilsberg, da ist der Fall ja jetzt beendet. Ja. Sehr freundlich. Der Tank ist übrigens fast leer. Und beim Einparken ist mir was passiert mit dem hinteren Kotflügel. Sie sehen es ja selbst. Ich bringe ihn um. Irgendwann bringe ich ihn um. Ich muss das erst nachzählen, Talkata. Aber ich muss schon sagen, ich bin stolz auf Ihren besten Mitarbeiter? Naja, wir wollen mal nicht direkt übertreiben. Aber ich fürchte, unter diesen Umständen ist Ihre einstweilige Suspendierung das erste nicht mehr aufrechtzuerhalten. Dein Zeugnis. Ausgesprochen ambitioniertes Engagement in der Privatdetektei. Danke. Hi. Hallo, Alex. Wie war es in London? Du hattest recht.
Bescheißen für Fortgeschrittene wäre wahrscheinlich der bessere Titel gewesen. Wenn es der Klientenakquise dient. Hm. Jan Lindemann musst du dir allerdings aus dem Kopf schlagen. Ja, ich weiß, ich hab schon gelesen. Ach, Merle, dein Honorar ist von Overbeck, steht dir aber zu. Ohne dich hätte ich den Fall nie gelöst. Danke. Damit sie mir nicht wieder vorwirft, ich würde mein Personal schlecht bezahlen. Hab ich Ihnen doch gesagt, Sie stehen auf Sie. Quatsch. Hallo? Hallo? Hallo, Lissi. Ich hab gedacht, wir könnten unser verpatztes Essen nachholen. Gerne. Fisch? Gerne. Hm. Tschüss. Tschüss. Hab ich was verpasst? Ja? Sie? Die echte Laura Glüsenkamp. Was ist das? Eine 3 TB Festplatte. Mit brisanten Daten. Offshore-Firmen von Wirtschaftsbossen, Politikern und Kriegsverbrechern. Eine echte Whistleblowerin. Die ganze Sache hat mir die Augen geöffnet. Ich werde bei McPay & Sons aussteigen. Und was wollen Sie dafür? Nichts. Nichts? Nichts. Das klingt fair. Coming out of my wishing well, but only echoes lonely, hear my prayers. I'm coming around to bending, my resistance bent far to resist.